Herzlich willkommen zu dieser Bestrafung. Ihr kriegt gleich noch eine zweite, doppelte, also eine doppelte Begrüßung, doppelhell besser. Das ist wieder nur ein kleines Vorwort, denn das ganze Video ist ungefähr, wie lange ist es jetzt her? Ein halbes Jahr oder so ist das alt? Ich bin mir gar nicht so sicher, wann wir es aufgenommen haben. Auf jeden Fall möchte ich mich für die Qualität des Audios entschuldigen. Es war unfassbar windig und damit habe ich nicht gerechnet, dass die Audioqualität oder dass der Wind so stark ist, dass man nichts hört. Deswegen musste ich ein bisschen mit den Tonlagen arbeiten und jetzt hat man halt ja keine so crystal clear Stimme, aber man kann, glaube ich, soweit alles verstehen und ich glaube, das ist so die Hauptsache. Es wird natürlich daran gearbeitet, in den nächsten Videos besser und falls ich draußen nochmal aufnehmen sollte, irgendwo frei mit Wind, werde ich darauf ganz, ganz, ganz doll aufpassen. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, auch die zweite Challenge ist schon im Kasten. Also wer am Ende jetzt hört, was die Challenge sein wird und was ich da tue, das ist schon passiert. Dementsprechend braucht ihr nicht drauf warten. Ihr werdet verstehen, was ich damit meine. Aber ich wollte euch nur vorwarnen, das ist schon alles abgedreht. Denn auch das mussten wir vorproduzieren. Wie man jetzt merkt, haben wir sehr, sehr lange gebraucht, weil wir so viele andere Sachen hatten und so das eine oder andere dazwischen gekommen ist. Mit dem ganzen CSGO-Kram und so bei mir. Deswegen musste ich mich natürlich anderweitig erstmal konzentrieren. Jetzt ist es endlich da. Jetzt kommt diese Bestrafung. Und ja, wie gesagt, Audio nicht wundern. Es war sehr windig. Und das Zweite ist natürlich das, dass die zweite Challenge schon abgedreht ist. Aber naja, viel Spaß. Und ich hoffe, ihr seid gnädig. Würde mich freuen. Ist das erste Video quasi. Viel Spaß. Wir befinden uns hier an der wunderschönen Kieler Förde. Und wir kommen zur Bestrafung. Da der gute dadurch seine Challenge nicht gewonnen habe und ich ohne viel zu tun dadurch aussuchen darf, nutzloser Bengel. Ist die Bestrafung für ihn da, nicht für mich, diese Boje, ich glaube, die gehörte mal dem Hund oder so, sieht auf jeden Fall so immer aus, noch, ja. In das, ich weiß gar nicht, wie viel Grad die Kieler Förde heute hat, vielleicht 10, 10, vielleicht 12, war heute sehr sonnig, rauszuholen. Mach es nicht mehr, als es ist. Ich werde gleich so weit werfen, wie ich kann und ja, mal gucken. Achso, muss reinspringen und sie rausholen. Ja. Ich freue mich. Auf geht's! Gleich so weit werfen, wie ich kann. So, Freunde, Wettschulden sind Ehrenschulden. Also wollen wir mal. Ich hoffe, ich schaffe es hin und wieder zurück. Ich bin nicht der beste Schwimmer. Kalt ist es. Wie kalt ist es? Ach. Oh. Es könnte wärmer sein. Das war's. Ich habe ein bisschen gefällt bei der Aufnahme leider. Wir hatten eigentlich währenddessen eine Drohne und eine GoPro gehabt. Also ich war gut vorbereitet. Aber ich hatte eine SD-Karte zu wenig dabei und ich habe auch vergessen, auf Record zu drücken bei der Drohne, glaube ich. Scheiße. Ja, das war die Challenge, die erste 6 Wochen Fitness-Challenge, die ich leider nicht geschafft habe, obwohl ich wirklich so gut alles gegeben habe. Ich hätte ein bisschen früher anfangen müssen mit der Ernährung, aber ansonsten, naja, schade. Du hast dich gut geschlagen. Ja, ich habe mich angestrengt. Ja, und jetzt kommt. Er war stets bemüht, Junge. So er war stets bemüht, ja. Wie damals in der Schule. Nice. Ja, das war's mit dieser Challenge, mit dieser Bestrafung. Und jetzt haben wir natürlich noch die neue Challenge. Die neue Challenge darf sich Jasper aussuchen. Und er hat sich die auch schon ausgesucht. Und sie gefällt mir gar nicht, denn ich habe sie schon gehört. Jetzt spoiler doch nicht. Ich habe doch noch nicht gespoilert. Was? Okay, okay. Du darfst aber jetzt sagen. Darf ich das selber erzählen? Ja, ja, ja. Okay. Die neue Challenge wird sein, wir wissen ja alle, der Sommer kommt und früh aufstehen ist gesund, wenn die Sonne scheint. 30 Tage lang am Stück um 6 Uhr morgens aufstehen. Und damit er nicht um 6 Uhr morgens aufsteht und dann 5 Minuten später einfach wieder ins Bett geht, haben wir das natürlich gemacht, dass er das auch verifizieren muss, dass er um 6 Uhr morgens aufsteht und dann auch wach bleibt. Und das könnt ihr dann auf seinem Instagram für 30 Tage jeden Tag wieder. Weil
müsstest du wahrscheinlich machen. Nein, du schaffst das ja. Jetzt hast du eine verloren, die nächste musst du ja schaffen. Für 30 Tage am Stück dann um 6 Uhr aufstehen. Das könnt ihr dann morgens immer, wenn ihr aufwacht, selber dann gemächlich um 8, um 9, weil so normale Menschen dann aufstehen. Ja, könnt ihr das oder ich, auf Instagram sehen. Ich hasse, also es ist, das ist das Schlimmste, ja. Ohne Scheiß. Ich hasse es, früh aufzustehen und dann auch noch mitten in der Nacht um 6. Das ist richtig mitten in der Nacht. Und ich muss halt morgens 2 Stories machen. Einmal muss ich irgendwie mit Alexa die News abrufen und dann muss ich sie nochmal selbst draußen vor meiner Tür am Steg, quasi am Wasser, muss ich sie selbst nochmal wiedergeben. Das bedeutet, ich muss auf jeden Fall wach bleiben und draußen sein und so ein Kram. Und das geht mir mega gegen den Strich. Habe ich gar keinen Bock drauf. Überhaupt gar keinen Bock drauf. Na gut, dass mir das Recht eingeräumt ist, zu entscheiden, ob du es schaffst oder nicht. Also, ja. Ich freue mich. Und, was sagst du? Schafft er das oder nicht? Liebe Freunde, natürlich sage ich, dass er es nicht schaffen wird, nachdem er mich beim letzten Mal schon so maßlos enttäuscht hat. Beide und, sagen, ja. Okay, das ist jetzt sehr interessant. Beim letzten Mal haben beide gesagt, sie hätten Ja gesagt. Der eine hat Ja gesagt, der andere musste Nein sagen, was sein Glück war. Und jetzt heißt es tatsächlich, dass beide Nein sagen. Ich bin gespannt. Ich muss 30 Tage, das ist nicht meine Idee gewesen, um einen scheiß Instagram zu pushen oder sowas, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Ich würde gerne was anderes machen. Aber okay, 30 Tage, 6 Uhr morgens, aufstehen und wach bleiben. Egal wann. Jeden verfickten Tag. Und rausgehen. Ja, und rausgehen. Das ist noch schlimmer. Das war's mit der ersten Folge der ersten Challenge. Wenn es euch unterhalten hat, lasst auf jeden Fall Like da. Für die Aktion auf jeden Fall auch. Für meine Fails von der Videoqualität her und so auf jeden Fall auch. Bitte. Weil sonst wäre scheiße. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass wir das hier machen. Und ich hoffe, es gefällt euch, weil bis dato natürlich die erste Folge, kein Feedback. Ich bin sehr gespannt. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Wann die Challenge losgeht, werde ich euch auf Twitter, Instagram beziehungsweise vielleicht nochmal in einem Vorab-Video erzählen. Müssen wir mal schauen, aber ihr werdet es dann auf jeden Fall erfahren. Haut rein. Tschüss.